Koloraturen singen lernen. Wenn Sie auf meine Homepage gehen, stimmbildungonline.de, da finden Sie erst einmal ein kostenloses Video zum Download, das Sie sich gerne holen können zum Thema ausdrucksstarkes Singen. Dazu komme ich auch gleich nochmal, warum das so wichtig ist für Koloratur. Aber dort gibt es auch eine Über mich-Sparte und ein Video, da singe ich Ihnen ein Stück, ein spanisches Stück vor mit Koloratur, dass ich Ihnen dann nochmal praktisch zeige, wie das gehen kann. Sehr, sehr wichtig bei Koloratur ist, dass Sie hier verbunden sind vom Bauch. Es gibt ja Koloraturen, die staccato sind und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. So haben Sie vielleicht gesehen, wenn ein Mann mit einem dicken Bauch lacht, dann geht der Bauch halt so. Und ähnlich ist es auch bei Koloraturen. Das ist niemals von hier gemacht, sondern wirklich immer vom Körper gestützt. Etwas schwerer ist es, wenn Sie legato singen, dass sie die ganze Zeit halt vom Körper gestützt sind. Das ist genauso, als wenn Sie S machen. Wenn Sie das mal machen, dann merken Sie, es passiert immer etwas im unteren Bauch. Es ist niemals steif, sondern immer in Bewegung, immer in der richtigen Atemführung. Und das ist halt das Essentielle, worauf es dann ankommt, dass Ihre Stimme gelockert ist. Üben Sie bitte Ihre Koloraturen zunächst einmal langsam. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie Koloraturen üben und das nicht so ganz präzis ist und dann klingt es wie so eine Nudelsuppe. Wenn ich eine schwere Koloratur habe, dann übe ich sehr gerne in kleinen Abschnitten. Fangen Sie zum Beispiel von hinten an und singen Sie erst nur diese vier Töne. Und üben Sie diese vier Töne erstmal langsam, dann immer schneller. Und dann singen Sie weitere andere vier Töne und dann erstmal langsam, dann schneller. Und dann führen Sie diese vier Töne zusammen, auch erstmal langsam und dann schneller. Das Wichtige ist, lassen Sie sich wirklich Zeit und gehen Sie diese einzelnen Schritte. Weil wenn sich Fehler einüben, Sie können, wenn Sie wirklich diese Koloratur singen, nicht mehr intellektuell an jeden Ton so denken. Es muss dann einfach fließen, es muss in Ihren Automatismus reingehen. Insofern ist es so wichtig, dass Sie zunächst einmal sehr, sehr, sehr bewusst daran gehen. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß. Schicken Sie mir auch gerne mal persönlich Ihre Koloratur oder Ihre schwere Stelle. Dann kann ich mal ein Ohr drauf werfen und hören, wo es vielleicht hakt oder was so Ihre Stelle ist, wo Sie noch mal schrauben sollten. Ich freue mich immer sehr auf solche Videos. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und viel Spaß mit dem kostenlosen Video-Tutorial, wie Sie ausdrucksstark singen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie Koloratur lernen und einfach nur die richtigen Töne singen. Koloratur ist immer Ausdruck von etwas, Ausdruck von Freude, Ausdruck von Rache wäre jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Sie wissen genau, welche Arie ich meine. Ausdruck von Verrücktheit. Es ist somit noch einmal ein bisschen schwerer, Koloratur zu interpretieren, als wenn Sie jetzt ganz, ganz klare Worte haben. Und mit diesem kostenlosen Videotutorial können Sie auf jeden Fall den ersten Schritt gehen. Vergessen Sie nicht, den Kanal hier zu abonnieren, denn es gibt viele tolle Tipps zum Thema Gesangsunterricht und Stimmbildung. Damit wünsche ich Ihnen alles Liebe und musikalische Grüße. Ihre Susanna Proscura.